Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Fußballzentrale und heute starten wir rein mit der nächsten Episode unserer FIFA 22 Karriere mit dem ersten FC Köln. 4 Stunden sind es noch im Transferfenster und es wird hier auf jeden Fall noch ein ganz, ganz wilder Ritt, denn 2 Spieler stehen bei uns vorm Abgang, zum einen Wind und zum anderen Skiri. Wir wissen nicht genau, ob sie uns verlassen, aber zumindest bei Wind ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Und ich denke auch, dass der Skiri-Transfer noch durchgehen wird. Heißt für uns also, wir brauchen auf jeden Fall dafür Ersatzspieler. Und da habe ich ein paar Vorschläge bekommen. Wir fangen mal an mit dem Stürmerposition am besten. Denn da hat mir der gute Jan Meyer den Jonathan Burkhardt vorgeschlagen. Vielen, vielen Dank an dich. Und ich denke, das ist genau der richtige Mann. Ebenfalls wurde auch noch Brian Brobbery von Joni Balhausen vorgeschlagen. Beides gute Männer. Ich habe mich am Ende aber mal für Jonathan Burkhardt entschieden, weil ich den einfach diesen FIFA noch überhaupt nicht getestet habe. Und das ist ein richtig guter deutscher junger Mann für uns ist, der uns auf jeden Fall gut weiterhelfen kann. Wiederum für die Innenverteidigerposition, also als Ersatz für Skiri, habe ich nicht so richtig Vorschläge bekommen. Dementsprechend habe ich selber mich mal umgeschaut und habe so gedacht, Amos Pieper, Nico Schlotterbeck, Bella Kotschap. Aber die sind alle noch nicht wirklich gut genug. Da habe ich gedacht, Jonathan Tah vielleicht. Ja, leider will Leverkusen ihn nicht verkaufen und der ist vielleicht auch ein bisschen unrealistisch. Robin Koch wäre noch eine Option gewesen. Am Ende dachte ich mir aber, ey, Thilo Kehrer ist genau das, was wir brauchen. Nicht super junger, aber noch okay junger Mann, der Entwicklungspotenzial hat. Der hat ein 81er Potenzial, roundabout und irgendwie sowas. Ist nicht allzu teuer, bei PSG spielt er ja keine wichtige Rolle. Und mit einer 76er Gesamtstärke auf jeden Fall auch gut. Dazu hat er noch ein reales Player-Face, das ist auch immer ganz nice. Dementsprechend denke ich, dass Thilo Kehrer und eben Jonathan Burkhardt die 2 Männer sind, auf die wir uns jetzt hier stürzen werden. Und ich würde auch sagen, wir starten direkt mal rein in die Verhandlungen und gucken, ob wir einen der beiden hier verpflichten können. Und sie nehmen mir direkt unser erstes Angebot an, 14,5. Ich kann jetzt halt nicht so genau sagen, ob das overpaid ist, denn man muss halt einfach sagen, ich habe keinerlei Scout-Berichte zu ihm. Habe jetzt einfach gedacht, naja, 14,5 könnte hinkommen. Ja, wir verpflichten ihn mal und gucken mal, ob wir nicht komplett overpaid haben. Wir einigen uns hier mit Jonathan Burkhardt und verpflichten ihn, aber ich glaube, wir haben hier einen ziemlichen Reach gemacht und viel zu viel bezahlt, denn ich habe einen kleinen Denkfehler drin. Ich habe natürlich jetzt von der Bewertung bin ich ausgegangen, die er jetzt im FIFA hat, also nach 75er Gesamtstärke im ersten Jahr. Da die Karriere ja aber schon länger läuft, dürfte er noch mit seiner 71er drin gewesen sein. Wir dürften hier doch ziemlich viel gezahlt haben. Wobei es tatsächlich noch sich im Rahmen hält. Ich hätte gedacht, es wäre noch schlimmer. 9,5 Millionen ist sein Marktwert, 74er Gesamtstärke. Das ist okay. Klar, es ist jetzt nicht ganz das, was ich mir erhofft hätte, aber es ist okay. Wir haben jetzt keinen krassen Reach gemacht und der hat natürlich auch noch Potenzial. Ich denke, spätestens innerhalb von einem Jahr wird er das dann auf jeden Fall erreicht haben. Bevor wir uns hier aber noch um einen Innenverteidiger kümmern, möchte ich noch den guten Jung Sang Bin hier verpflichten. Freier Spieler, 20 Jahre alt, 65er Gesamtstärke, einfach ein talentierter Stürmer. Wollte ich nochmal mitnehmen, ist schnell, hat ein 81er Potenzial. Dementsprechend, da können wir nochmal verhandeln. Wobei, in 4 Stunden wird das knapp. Ja, wobei, wir versuchen es einfach mal, vielleicht klappt es ja. Und so lang kümmern wir uns hier darum, dass wir den guten Thilo Kehrer verpflichten. Ja, gucken wir einfach mal, ob das hier klappt. PSG benötigt hier Bedenkzeit. Das ist mit 4 Stunden Verbleib natürlich komplett suboptimal. Der erste der beiden Spieler hat uns jetzt hier aber offiziell verlassen. Es ist Jonas Wind. Wir kriegen die 12 Millionen auf unser Konto. Für 20 haben wir ihn verkauft. Das heißt, wir haben fast das ganze Geld für Burkhardt wieder drin. Und ich denke, der wird sich gut entwickeln. Ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Kehrer haben wir auch eine Antwort. Sie bleiben bei ihr 19,3. Das haben sie jetzt die ganze Zeit schon durchgezogen. Das muss weniger werden. Ich zahle nicht mehr als 16, 17 Millionen für ihn. Und sie treten hier aus beim Angebot von mir von 17 Millionen. Also PSG hat einfach generell Geldvorstellungen, wo ich sagen muss, ja, können wir nicht machen. Er wäre ein geiler Spieler gewesen, aber jetzt müssen wir einen neuen suchen. Denn Skiri hat uns jetzt hier auch offiziell verlassen, nochmal 20 Millionen drauf. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch einen Spieler, den wir verpflichten können. Ja, wird eine interessante Sache, wen wir da jetzt noch verpflichten könnten. Währenddessen hat Yu Sang Bin hier angenommen, den können wir auch noch verpflichten. Interessanter junger Mann. Wir haben uns hier mit den Vertretern von Rennes geeinigt über einen Spieler. Ihr könnt gespannt sein. Und bei diesem Spieler handelt es sich um Loïc Badet, ein 22-jähriger Franzose von Rennes. Richtig, richtig guter Mann. Da werden wir auf jeden Fall noch mal die Fahndung reinstarten. Das könnte einer sein, der auch ein bisschen vielleicht eine Entwicklung wie Bono nimmt und sich zu einem richtigen Star-Talent-Innenverteidiger hier in der Bundesliga entwickelt. Und er nimmt das Angebot hier an. Und somit haben wir auch einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Loïc Badet kommt von Stade Rennes an den Rhein. Und damit, denke ich, können wir die letzten 2 Stunden des Transferfensters hier auch noch hinter uns bringen und haben somit eine sehr, sehr erfolgreiche Transferphase gehabt. Ich denke, wir haben einen guten Kader zusammen, mit dem wir hoffentlich unsere Ziele dieses Jahr auch erreichen können.
Jetzt steht hier für uns aber erstmal das erste Spiel dieser Episode an. Es geht am vierten Spieltag hier gegen Eintracht Frankfurt. Die sind Achter. Wir sind aktuell 16. Wir haben gerade mal einen Punkt aus 3 Spielen geholt. Klar, wir hatten ein super schweres Anfangsprogramm. Es wird hier nicht einfacher. Auch Frankfurt ein richtig, richtig schwerer Gegner. Muss man ganz ehrlich so sagen, es wird ein richtig, richtig happiger Anfangstag hier für uns. Wir müssen aber mal 3 Punkte holen. Wir können nicht nach 4 Spieltagen damit 1 Punkt dastehen. Das kann eigentlich nicht unser Anspruch sein. Ja, wir müssen alles geben. Werfen wir jetzt hier aber erstmal noch einen Blick auf die Aufstellung von Eintracht Frankfurt. Ich denke, keine ganz großen Überraschungen sind hier zu sehen. Alles eigentlich so, wie man es erwarten würde. Klar, ein paar neue Spieler, aber jetzt keine ganz großen Überraschungen. Dementsprechend, ja, ich denke, die Mannschaft ist gut, aber auch nicht überragend. Schauen wir bei unserer Aufstellung an. Da gibt es natürlich ein Debüt in der Innenverteidigung. Bardet kommt rein. Erstes Spiel also für ihn. Ansonsten keine Änderungen vorne im Sturm. Nochmal gut. Burkhardt ist aber auf der Bank. Wurde schon ein bisschen eintrainiert. Ich denke, der wird auf jeden Fall auch seine Minuten bei uns bekommen hier. Und dann würde ich sagen, starten wir rein ins Spiel. Gegen Eintracht Frankfurt. 3 Punkte sind hier jetzt eigentlich Pflicht im vierten Spiel. Die ersten der Saison wären das. Wir geben alles. Plötzlich ist hier aber Frankfurt erstmal frei durch. Horn mit einer Mega-Parade. Da zischt die Hand nochmal hoch. Und somit bleibt sie nach 8 Minuten beim 0:0. Das war aber eine Riesenmöglichkeit. Vielen, vielen Dank an Timo Horn. Und wieder ist Frankfurt frei durch. Ihr Stürmer, den sie neu verpflichtet haben für knapp 20 Millionen Euro. Ja, spielt richtig, richtig gut. Also das ist bisher wirklich stark, was er zeigt. Jonas Hector hat jetzt hier mal Platz. Nimmt den Schuss. Erste gute Abschlussmöglichkeit jetzt hier auch für uns. Auch wenn Trapp da nicht die allzu großen Probleme hat. Und wieder ist Frankfurt da. Wieder hier neuer Stürmer. Aber er hat kein Glück. Er kommt bisher nicht an Timo Horn vorbei. Somit bleibt es hier beim 0:0. Aber der ist trotzdem gut drauf. Wieder Frankfurt frei durch. Jetzt die Ablage. Und jetzt im vierten Versuch macht er das Tor. 1:0 für Eintracht Frankfurt. Es ist verdient, muss man ganz ehrlich so sagen. Sie sind hier bisher doch deutlich die bessere Mannschaft. Es ist sehr einfach, wie sie da durchkommen. Das Mal legt er perfekt ab. Und den muss er natürlich jetzt aber auch machen. Aus der Entfernung muss das 1:0 sein. Da hat auch Timo Horn keine Möglichkeit, den Ball noch irgendwie zu parieren. Frankfurt nimmt uns jetzt hier schon wieder gut unter die Räder. Abschluss, Timo Horn. Eieieiei, das ist wieder keine gute Leistung hier von uns. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Können kaum dagegen halten. Frankfurt eigentlich jetzt mit Chancen im Minutentakt. Wir kommen jetzt hier aber mal. Margut! Margut nimmt den Abschluss. Macht das 1:1. Das ist nicht verdient. Und das war auch absolut nicht vorherzusehen. Aber das ist dieser Umschaltfußball, den ich hier langsam aber sicher wieder implementieren will. Den haben wir ja ein bisschen weg von uns entwickelt, muss man sagen, in der letzten Saison. Aber da möchte ich wieder ein bisschen mehr hin. Ein bisschen mehr Baumgart-Fußball. Und das ist ein richtig schöner Angriff gewesen. Schön schnell nach vorne gespielt. Frankfurt keine Möglichkeit gelassen. Und dann natürlich individuelle Qualität hier von Markut, wie er den dann da reinhaut. Wir kommen weiter. Arne Meyer. Wo ist denn das Selbstvertrauen plötzlich dahin? Wo ist es? Arne Meyer. Das muss fast das 2:1 sein. Und das wäre ja mal sowas von unverdient gewesen. Aber plötzlich sind wir da und wir sind wach. Und das war es dann hier aber auch mit der ersten Halbzeit. Wir gehen hier mit dem 1:1 rein. Da muss man wirklich sagen, es ist ein bisschen ein schmeichelhaftes Ergebnis für uns. Nehmen wir natürlich mit und starten rein in die zweite Halbzeit. Und dann könnte hier wirklich noch was möglich sein. Und wir haben ein bisschen Glück, dass hier Koch da nicht alle Schüsse reingemacht hat. Und auch Michael Cuisance versucht es direkt mal aus der zweiten Reihe. Hat ja bei Utlund geklappt, warum nicht bei ihm auch? Aber Trapp ist da, bleibt beim 1:1, weil wir zeigen direkt wieder. Ja, wir sind jetzt echt wach geworden. Die anschließende Ecke, Cuisance auf Margut! Margut macht im 5. Spiel diese Saison seinen 5. Treffer. Der Typ ist unfassbar. Muss man wirklich sagen, letztes Jahr war noch viel fixer Stammspieler. Dieses Jahr sollte er es nicht mal unbedingt mehr sein. Und was macht er? Er trifft und trifft und trifft und zementiert hier jetzt auch gegen Johnny Burkhardt erstmal seinen Stammplatz. Wieder 2 Treffer. 5 aus 5. Der Typ ist überragend. Und wieder ist es Margut. Geht vorbei. Margut, Margut! Geht aufs 3. 2:1. Was ist denn hier los? Frankfurt wirkt jetzt wirklich verunsichert. Also diese Power, die wir jetzt hier entfalten, damit haben sie nicht gerechnet. Nochmal eine Ecke. Michael Cuisance bringt den schon wieder gefährlich. Ich glaube, Isibue war es da mit dem Kopfball. Also die Ecken von Cuisance heute auch echt gut. Jetzt kommt sie aber zum Debüt gleich von
einem neuen Mann. Johnny Burkhardt kommt rein für Mikael Cuisance. Cuisance auch mit keinem schlechten Spiel, aber U drückt eine Position nach hinten und Johnny Burkhardt geht jetzt hier in Sturm. Mal sehen, was wir in seinem ersten Auftritt hier für die Kölner erwarten können. Frankfurt, aber plötzlich da. Rafael Santos Borre macht das 2:2. Ja, aber das ist halt diese Offensive, ne? Sie haben ihren tschechischen Stürmer rausgenommen und dafür Rafael Santos Borre gebracht. Und der bombt halt auch direkt. Das sind zwei unfassbar gute Menschen, die sie da haben im Sturm. Ja, und das hier einfach wieder ein bisschen einfach gespielt. Viel Platz und dann perfekter Abschluss. Und plötzlich ist hier wieder Frankfurt frei durch. Wunderbar gespielt. Rafael Santos Borre 3:2. Es ist ein komisches Spiel. Es gab eine Druckphase von uns, da haben wir es dann verpasst, noch den Deckel drauf zu machen mit dem 3:1. Und dann kommt hier plötzlich Frankfurt, spielt nach vorne. Ja, und da kommt Bardet nicht mehr hinterher. Und Borfels Santos Borde macht das Tor. Aber auch wir kommen hier nochmal mit Kainz, mit Kainz, mit Kainz. Das muss das Tor sein! 3:3. Florian Kainz macht hier das Tor und plötzlich ist wieder alles ausgeglichen. Das ist ein unfassbares Spiel. Beide Mannschaften nehmen sich hier wirklich überhaupt nichts. Immer wieder gute Aktionen. Und Kainz, man muss wirklich sagen, der hat ja eigentlich gar nicht so ein krasses Tempo, aber wieder da immer wieder an Leuten vorbeirennt. Aber auch starker Laufweg hier von Burkhardt, wie man es in der Mitte gesehen hat, zieht den Verteidiger raus und schon steht es hier wieder 3:3. Frankfurt aber nochmal frei vom Tor. Es ist wieder Rafael Santos Borre. Der Typ macht mich fertig. Drittes Tor von ihm hier nach seiner Einwechslung. Unglaublich. Ja, und es bleibt dabei. Defensiv sind wir einfach nicht sattelfest genug. Und deswegen, ja, kassieren wir halt einfach viel zu viele Gegentore. Und damit ist das Spiel jetzt hier auch vorbei. Wir verlieren also leider auch das vierte Spiel in dieser Saison. Diesmal mit 4:3 gegen Frankfurt. Somit stehen wir nach vier Spielen mit einem Punkt da. Das ist zu wenig. Das ist viel, viel zu wenig. Wir müssen jetzt anfangen zu punkten. Klar, wir hatten ein schweres Anfangsprogramm, das muss man ehrlich so sagen, aber irgendwann müssen wir anfangen. Im Hintergrund habe ich hier aber noch an einem weiteren kleinen Transfer gearbeitet. Köln hat sich hier geeinigt mit Konstantinos Mavropanos vom FC Arsenal. Er könnte sich uns anschließen im Winter, denn sein Vertrag läuft aus. Das heißt, wir müssen für ihn nicht wirklich viel Geld zahlen. Am Ende zahlen wir hier 8,2 Millionen für den Marktwertspieler mit 10,5. Er ist, wenn er kommt, 24 oder 25 Jahre alt, hat noch Entwicklungspotenzial, ist aber trotzdem schon ein bisschen erfahrener und natürlich auch ein Hauding in der Innenverteidigung. Und ich glaube, dass der uns wirklich nochmal weiterhelfen kann, wenn wir ihn verpflichten. Und natürlich machen wir das auch. Ich habe ihn ja nicht umsonst verpflichtet. Und im Winter schließt sich dann also nochmal ein neuer Innenverteidiger, dem ersten FC Köln an. Und das nächste Spiel der Liga steht an und ihr seht schon, es geht gegen Borussia Mönchengladbach. Also ein Derby, das am 5. Spieltag, wir sind Tabellenletzter. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als die ersten 3 Punkte zu holen, als hier gegen Gladbach zu Hause im Rhein-Energie-Stadion. Es muss uns einfach passen, es muss hier einfach passieren, wir brauchen diese 3 Punkte. Es gibt bei uns ein paar Wechsel in der Startformation, beziehungsweise ein paar ist gut, genau 2. Aber ob das reicht, Gladbach ist der Favorit, es wird schwer. Werfen wir aber erstmal einen Blick auf unsere Aufstellung. Ihr seht schon, was wir wechseln. Danny da Costa auf der rechten Verteidigungsseite kommt rein. Einfach ein bisschen mehr Defensivkraft als Ezebue. Und auf rechts kommt Thielmann rein. Also ein Top-Talent für das andere. Weber heute mal auf der Bank. Und dafür der junge Thielmann drin. Werfen wir auch einen Blick auf die Aufstellung von Borussia Mönchengladbach. Hier sehen wir schon, da gibt es ein paar Veränderungen. Also da ist wirklich wenig noch über von der alten Mannschaft. Eigentlich auf gefühlt jeder Position, bis auf jetzt vielleicht Hofmann. Und Benzebaini und Sommer sind alle anders. Also klar, Laszlubenić war vorher schon da, aber der war ja kein Stammspieler. Das Mittelfeld ist aber wild, muss ich sagen, mit Brandt und Oskar. Also das ist schon fußballerisch ein ganz hohes Level. Es wird super schwer. Wir brauchen hier heute wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel. Der Ball liegt dann jetzt aber auch bereit. Und somit würde ich sagen, die beiden Mannschaften sind auch bereit. Und wir starten rein ins Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Cuisance sieht er jetzt. Arne Meyer, Arne Meyer. Mann, 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 Mann. Wir wissen ja, dass du echt kein Abschlussspieler bist, aber das ist einfach zu schwach. Aber auch Gladbach kommt hier. Timo Horn mit der ersten Parade. Gut gehalten. Jetzt die Gefahr hier gebannt. Ja, Gladbach ist halt gut, ne? Gladbach ist frei durch und sie machen das 1:0. Martinelli mit dem Treffer und das ist nicht unverdient, muss man leider auch sagen. Gladbach war hier bisher doch die bessere Mannschaft. Klar, sie sind auch der Favorit, aber wir brauchen unbedingt jetzt mal ein Erfolgserlebnis.
Es kann doch nicht sein, dass wir auch im fünften Spieltag ohne Sieg bleiben. Aber es ist halt auch gut gespielt von Gladbach. Danny da Costa bricht jetzt hier mal durch. Danny da Costa legt rein. Michael Cusson, 1:1, 34. Spielminute. Die erste Chance im Spiel nutzen wir hier und machen den Treffer und gehen dann wieder zumindest in ein Spiel, wo man sagt, es ist alles möglich. 1:1 und Danny da Costa, richtig starker Antritt, wie er da durchgeht. Dann auch wunderbar zurückgelegt. Und da hat Cusson natürlich keine Probleme aus der Distanz. Und das war's dann ja auch schon mit der ersten Halbzeit. Es bleibt also beim 1:1. Ich denke, für uns kein ganz schlechter Zwischenstand. Aber man muss auch sagen, wir halten ja nicht so schlecht mit. Also das ist schon relativ ausgeglichen. Ich hoffe natürlich, dass wir in der zweiten Halbzeit vielleicht sogar noch 3 Punkte klar machen können. Das wäre natürlich schon ein sehr, sehr wichtiger Derby-Sieg hier heute. Gladbach aber hier mit der ersten Chance in der zweiten Halbzeit. Guter Abschluss, 2:1, 53. Spielminute. Und plötzlich ist Gladbach hier wieder vorne. Mega ärgerlich für uns. Wir waren eigentlich gar nicht mal so schlecht im Spiel, aber der Abschluss passt halt einfach ganz genau. Perfekt abgeschlossen. Nimmt hier den Ball, spielt ihn rüber und zack, Punkt genau. Bei uns jetzt hier ein Doppelwechsel. Sowohl Thielmann als auch Marc Uth konnten hier nicht wirklich überzeugen. Dafür jetzt Weber und Johnny Burkhardt drin. Meier schickt jetzt hier Johnny Burkhardt. Johnny Burkhardt gerade eingewechselt. 2:2. 62. Spielminute. Erster Treffer für Johnny Burkhardt. Hier für den ersten FC Köln. Das ist mal ein Joker, wie man ihn braucht im Abstiegskampf. Richtig gut. Kommt rein. Macht seinen Treffer. Wunderschön von Cusson aus. Arne Meier schickt ihn dann und dann setzt er sich da im Sprint durch. Macht das Ding dann rein. Jetzt ist hier wieder alles möglich. Komm Jungs, holt euch die 3 Punkte. Schulz mit dem Ball auf Burkhardt. Der dreht sich. Jonathan Burkhardt. Links vorbei. Guter Abschluss. Der Typ ist drin. Ich sag's euch. Der Typ ist drin. Knappes Ding. Beinahe sein zweiter Treffer. Michael Cusson auf Jonathan Burkhardt. Jonathan Burkhardt. 3:2. Doppelpack Johnny Burkhardt. Und wie haut er den denn bitte aus dem Winkel rein? Was ein Treffer. 3:2, es klingelt. Und das riecht hier nach 3 Punkten im Derby gegen Gladbach. Was ein Pass, Michael Cusson. Und dann Johnny Burkhardt, zack, zack. Und bumm, was ist das? Wie macht er denn den aus dem Winkel? Wunderbarer Treffer. Jan Sommer sieht da nicht perfekt aus. Ist noch dran, aber das Ding ist drin. 3:2, kommt, holt euch die 3 Punkte. Wieder ist es Johnny Burkhardt, holt sich da selber den Ball, macht das stark, legt jetzt raus hier auf Kainz. Kainz, rüber, Cusson! Was ist denn hier los? 4:2, Spiel ist entschieden, 3 Punkte geholt. Und wieder war Johnny Burkhardt beteiligt, er kämpft sich da im Mittelfeld den Ball, spielt dann wunderbar raus auf Kainz. Der geht rein, legt rüber und Michael Cusson trifft hier. Und plötzlich führen wir mit 4:2 gegen Gladbach und holen die ersten 3 Punkte der neuen Saison. Aber auch die Gladbacher kommen hier nochmal. Bade fällt ihn da. Der ist noch nicht hundertprozentig angekommen, war aber schon deutlich besseres Spiel als sein erstes. Also der wird sich reinfinden. Gibt hier aber nochmal Elfmeter für die Gladbacher. Klares Ding. Aber kann uns im Endeffekt ja relativ egal sein, wenn man mal ehrlich ist. Das Spiel wird trotzdem für uns ausgehen. Timo Horn jetzt hier gegen Oscar. Ja, perfekt verwandelt. Keine Chance. Aber klar, Nachspielzeit ist um. Schiri wird hier, denke ich, abpfeifen, sobald der Ball nochmal angepfiffen wird. Und genauso ist es hier. Das Spiel ist aus. Wir gewinnen mit 4:3 gegen Borussia Mönchengladbach. Holen hier die ersten 3 Punkte der Saison. Und das direkt im Derby gegen Gladbach. Sehr, sehr geil. Ja, jetzt sieht die Tabelle hoffentlich schon ein bisschen besser aus. Ich denke, vielleicht sind wir zumindest mal vom letzten Tabellenplatz weg. Klar ist aber auch, es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns. Und wir schaffen es damit hier sogar aus den Abstiegsplätzen raus, sind auf Platz 15 mit 4 Punkten, deutlich besser. Jetzt hoffentlich noch ein bisschen weiter nach oben, das reicht natürlich noch nicht, aber es ist zumindest ein Anfang. Nächster Gegner hier der FC Augsburg, direkter Konkurrent um den Abstiegskampf aktuell, da muss auf jeden Fall der Sieg her. Das Ganze gehen wir dann aber in der nächsten Folge an. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, wenn es so ist, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da, denn dann sehen wir uns einfach das nächste Mal hier wieder in der Fußballzentrale. I'm more than worse. I'm young, what I once was.